Daniel und herzlich willkommen zur Vorstellung nun der drei TFG-Sportuhren. Ich habe hier die drei Vorführmodelle und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Zur Box. Wir haben hier so eine schönen kleinen Deluxe-Würfel. So mit so einem Kunstlederbezug und schön mit dem großen Tools for Chats-Wappen drauf. Schöner Druck. Dann sieht man so ein bisschen die Struktur hier von diesem Kunstleder. Gut, nichts Besonderes, was Einfaches. Innen drin kommt die Uhr aus einem typischen Kissen. Wir haben die Garantiekarte, die bei Verkauf ausgefüllt wird, und einen Swissmade Tag, denn die Uhr ist Swissmade mit Schweizer Uhrwerken von Schweizer Uhrmachern in einer Schweizer Manufaktur hergestellt. Trägt das Brand Swissmade also zurecht. Kissen machen wir rein, holen wir mal alle drei raus, dann können wir sie mal in Ruhe anschauen. Hier haben wir dann gleich mal das graue Modell, oder ja, Anthrazit. Dann haben wir das schwarze Modell. Klar, schwarz darf in einer Uhrenkollektion nie fehlen. Und wir haben noch wunderschön ein kräftiges Blau. Ich finde, da kommt der rote Zeiger richtig schön zur Geltung. Fangen wir mal mit Schwarz an. Können wir da nochmal genau vermessen. Für die, wo sich für die technischen Daten interessieren. Ich denke mal, es gibt halt so zwei, drei interessante Daten an der Uhr vom Gehäuse her. Halt der Durchmesser und Bandanstoß. Das finde ich halt immer ganz interessant, um abzuschätzen, ob sie einem zu groß oder zu klein ist. Wir machen es mal genau. Es sollte ein 42er Gehäuse sein. Wir messen mal hier oben drüber nach. So, ja, 41,95. Das passt schon mal gut. Für mich natürlich immer interessant, Bandanstoß, den kann man dann schön mit Bändern spielen und das ist klasse. Wir haben hier nämlich 20 mm. Da hat man natürlich schon ungeahnte Möglichkeiten mit Bandwechsel. Da kann man dann alles dran basteln, was man hier so noch zu Hause rumfahren hat. Und wir haben gerade mal 9,5 mm Bauhöhe. Trägt also nicht dick auf. Und dann, selbst wenn man sagt, 42 ist schon fast ein bisschen groß, aber durch nur 9,5 mm Bauhöhe ist das dann doch in den meisten Fällen tragbar. Schön flach. Satinierte Flanken. Oben die Schultern und dann halt hier die Ränder, die Übergänge poliert. Bringt so ein bisschen einen Effekt rein. Ich hoffe, man kann es erkennen ganz klein. Wir haben auch eine gelaserte Krone mit den TFG-Schwertern. Ganz dezent auf der Krone und auch auf der Schließe. Und als Logo auf dem Ziffernblatt. Auf dem Boden steht dann noch eingelasert Tools for Chance. Außenrum haben wir dann hier oben angefangen Swissmade Stainless Steel. Ist alles rostfreier Edelstahl. Water Resistant 50 Meter. Die hat jetzt halt nur 5 Bar, mit der dann vielleicht nicht ins Schwimmbad gehen oder duschen, aber so die alltäglichen Geschichten, gerade momentan das viele Hände waschen, dürfte da kein Problem darstellen. Wir haben ein Saphir beschichtetes Mineralglas. Dadurch hat man die das Robuste vom Mineralglas. Das ist halt ein bisschen weicher, das bricht nicht, das hält mehr aus, dafür verkratzt schneller, aber dafür hat es eine Saphir-Beschichtung gekriegt. Saphirglas ist natürlich super hart und kratzresistent bis zu einem gewissen Punkt und dann bricht es eben, weil es härter ist. Aber das ist jetzt hier ein beschichtetes Mineralglas auf der Uhr in der Preisklasse eigentlich ganz normal. Schön sieht man hier unten an den Silikonstraps. Wir haben einen Quick Release. Damit kann man dann ohne Werkzeug blitzschnell die Bänder abnehmen und durch was anderes ersetzen. Wir haben hier natürlich auch die Schnellverstellung fürs Datum.
Man hört es schön umschalten mit einem kleinen Klick. Und was ich auch schön finde, wir haben hier ein kleines silbernes Rähmchen noch ums Datumfenster. Es ist nicht einfach nur ausgeschnitten, sondern noch mit einem Rahmen versehen, wie die ganzen mit Leuchtmasse gefüllten Indizes. Haben wir noch sogar noch rechts neben dem Datumsfenster auch noch ein winzig kleiner gefüllter mit schön silbernem Rand umrandeten Indice. Das finde ich schön, dass man das nicht weggelassen hat, sondern auch noch versucht hat, selbst diesen minimalen Platz hier zum Leuchten zu bringen und auch ein Rähmchen ums Datumfenster zu bauen. Haben einen schönen Sonnenschliff auf diesem Blatt. Zeiger schön gerade. Auch gefüllt mit Superluminova Leuchtmasse. Der Zeiger komplett in Knallrot lackiert, so ein bisschen als Eyecatcher. Und natürlich zum schön einstellen hat man einen Sekundenstopp. Kann man dann eben wunderbar die Zeit stellen und dann feuerfrei. Beim Quarzwerk handelt es sich um eine Schweizer Ronda R515. Das ist ein zuverlässiges, robustes Werk und das sollte auch einiges aushalten, wenn er dann irgendwo Mountainbiken geht zum Beispiel und sagt, okay, da lasse ich mal die mechanische Uhr lieber zu Hause, dann ist halt so eine Quarzuhr genau das Richtige, weil die haben halt einfach gewisse Nehmerqualitäten durch viel, viel weniger bewegende Teile. Ne? Boden ist verschraubt, könnt ihr abschrauben mit entsprechendem Werkzeug, beziehungsweise wenn mal nach ein paar Jahren die Batterie erschöpft sein sollte, einfach zum nächsten Uhrmacher eures Vertrauens und mal schnell die Batterie wechseln lassen und dann läuft das wieder. Da sind so Long-Life-Batterien drin, die sollten so 3 bis maximal 4, 5 Jahre halten. Sehr schön. Die Lünette hat eine Aluminiumeinlage, ist nicht drehbar. Ist auch keine Taucheruhr in dem Sinn, aber hat also ein bisschen noch den Look von einer Taucheruhr. Wir können noch schnell die Bänder ausmessen. Das ist dann interessant für die mit brachialen Handgelenken. Also das ist hier ein 12er auf der Seite und auf der anderen Seite haben wir ein 7er. Die Länge rein vom Silikonstrap. Das Band auch super soft und angenehm und auch, sag ich mal, für Allergiker geeignet. Ne? Hier haben wir nur Edelstahl und Silikon, also nichts irgendwie mit irgendwelchen Sachen drin, wo jetzt vielleicht Allergiker bei Metall, bei Buntmetallen reagieren oder bei irgendwelchen Gerbstoffen von einem Lederarmband oder sowas. Und wie schon gesagt, beim ständigen Händewaschen heutzutage oder im Sommer beim Schwitzen ist natürlich so ein Silikonstrap von Vorteil, weil es einfach hier kein Feuchtigkeitsproblem hat. Hier sieht man nochmal schön auf der Schließe die Schwerter. Ja. Jetzt noch schnell die anderen Farben. Ah, Moment, Gewicht können wir noch. Die ist natürlich nicht so schwer bei dem schlanken Stahlgehäuse und den Silikonstraps. Sie bringt gerade mal 81 Gramm auf die Waage, also da hat man sich das Gefühl, dass hier so ein Klotz Stahl am Handgelenk hängt. Das ist schöne Alltags-Everyday-Carry-Arbeitsuhr oder wenn es mal ein bisschen härter zur Sache geht und ihr wollt vielleicht die mechanische Automatik dann doch lieber schonen, dann greift man in so einem Fall zu einer robusten Quarzuhr. So, hier haben wir dann ein schönes, kräftiges Blau. Und hier gefällt mir das Ziffernblatt gut. Da sieht man schön den Sonnenschliff. So ein schönes Blau-Metallic. Und ich finde, da kommt der rote Sekundenzeiger auch richtig schön zur Geltung. Alle anderen technischen Daten natürlich identisch. Auf dem Boden. Tut's what chance. Quick Release. Silicone Straps 42er 20. Das finde ich echt gut, dass sie hier oftmals haben 42er Gehäuse schon 22 mm Bänder. Oder manche Firmen machen da so krumme Geschichten mit 21, 23, 19. Das finde ich ganz übel. Nee, wieso machen wir da nicht 18, 20, 21, 22? In dem Fall haben wir 20er Bänder. Das ist natürlich super schön, wenn man hier mal wechseln will. Ja, wenn man mal was Blaues in der Kollektion haben will, ist das ein richtig schön kräftiges Blau. Ich lege sie mal an. Also das knallt richtig gut. Ja.
Und da kommt der rote Zeiger richtig gut rüber. Dieses Rot-Metallic auf diesem blauen Sonnenschliff-Ziffernblatt und hier auch schön alle Indizes umrandet. Also nicht nur aufgedruckt, sondern schön umrandet. Datumfenster mit Rähmchen und sogar dort noch ein kleiner beleuchteter Indiz neben dran. Das finde ich richtig cool. Hier auch schön die weißen Schwerter auf diesem Blau. Kommt cool. Und wenn man es von der Farbe her doch lieber dezenter mag, aber nicht immer total schwarz haben will, finde ich das noch eine tolle Alternative, nämlich dieses graue Anthrazit hier. Das ist ja so heimlicher Favorit, wo das Blau schon ganz gut knallt, aber dieses Grau, ich muss sagen, das hat was hier, gerade dieses graue Ziffernblatt. Richtig schön. Und wir machen mal das Logo frei. Und auch hier wieder der rote Sekundenzeiger. Ein schöner Eyecatcher auf dem sonst weiß-silber-grau gehaltenen Gehäuse-Uhrband. Also der Farbton von Lünette und Band ist richtig gut getroffen. Das ist wirklich identisch. Beides schön gleich matt. Hier wirkt die Lünette einen Tacken dunkler als das Band, aber nur minimal. Aber hier richtig schön getroffen. Dazu das matte Gehäuse mit den hier die polierten Übergänge. Das ist wirklich elegant, dieses Anthrazitgrau. Gefällt mir auch sehr gut. Wir haben zwei Keeper am Band. Und da kann man dann eins nach hinten machen und eins nach vorne ans Ende. Und natürlich sehr soft. Hier sind auch keine eckigen Kanten oder so, dass es drücken würde. Das ist alles ganz weiches Silikon und gerundet. Auch die Schließe aus Edelstahl, alles schön gerundet. Nirgendwo eine scharfe Kante, die irgendwie einen Hotspot verursachen würde oder irgendwie drückt. Schön rechteckige Löcher in der Mitte noch wegen so die Rillen, dann wird es nicht so langweilig. Hier läuft ein bisschen spitz zu. Und im Sommer, wenn man natürlich schwitzt und so, auch hier kein Problem irgendwie, dass ein Lederarmband mal speckig wirkt oder anfängt zu riechen. Hast du hier Silikon, kein Problem. Wenn sie überhaupt komplett verdreckt oder verschwitzt werden. Ne? Die Dinger haben ja Quick Release, nimmst du sie kurz ab, wäschst sie mit ein bisschen warmem Wasser und Seife, wieder sauber, kurz trocknen lassen, wieder dran klippen, fertig. Ja, die hat was. Muss ich sagen, dieses Anthrazit Sonnenschliffblatt kommt cool. Ja, super angenehm, leicht, ne? 80 Gramm, wiegt nichts, softes Band. Schön. Also drei Farben zur Auswahl. Ich denke, da ist doch für jeden Geschmack was dabei. So, haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, glaube ich, ne? Box ist dabei, Verpackung. Drei Farben, 42er Gehäuse, 20er Band, Silikonstrap, 9,5 Höhe, Ronda R515 Quarzwerk. Keine verschraubte Krone, Leute, also nehmt die nicht zum Tauchen. Mit nur 50 Meter wasserdicht 5 Bar ist das keine Taucheruhr. Das ist eine Aldax EDC Watch, keine Diver. Also damit bitte nicht ins Erlebnisschwimmbad gehen oder zum Tauchen. Das würde ich nie machen mit einer Krone, die nicht verschraubt ist. Demnächst kommt auch ein TFG Diver, der ist richtig hart im Nehmen. Da gibt es ja noch eine Geschichte aus Sibirien dazu. Also die Uhr hat da Nehmerqualitäten, mit der könnt ihr dann auch tauchen gehen. Okay, dann machen wir zum Gehen nochmal schön hoch ran. Und dann würde ich sagen, das war's für heute hier. Vorstellung der ersten TFG Watch Lucy in schön schwarz. Blau, grau, also Entscheidung, ja klar, schwarz geht immer, schwarz ist cool, dieses Blau, das knallt aber so richtig schön, aber boah, schwierig. Ja doch, so heimlicher Favorit ist das Grau.
Ja, obwohl, solange ich hier alle zur Ansicht habe, ne, werde ich sie mal abwechselnd tragen und dann mal schauen, ob sie in der Woche immer noch so aussieht. Aber bisher würde ich sagen, mein persönlicher Favorit, Grau Anthrazit. Schreibt doch mal drunter, was wäre denn euer Favorit? Okay, das sage ich hier schon mal. Danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, allzeit gute Zeit. Also, viel Spaß beim Shoppen. Ciao.